Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 6. Februar 2019 mit den Tagesbotschaft für heute. Wähle die Antwort auf deine Frage. Wie du siehst, also ich habe hier zwei Stapeln an Karten und du kannst dich ganz intuitiv für eine der beiden entscheiden. Immer der erste Gedanke ist richtig, wähle aus dem Bauch heraus. Schließe deine Augen und konzentriere dich ganz fest auf deine Frage. Stimme dich voll und ganz darauf ein. Schwinge dich auch in der Energie der Kristallschale. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und hast du dich bereits entschieden. Wenn dir das zu schnell ging, halte das Video an. Also, wenn du hier dieses rote Herz gewählt hast, dann ist deine Antwort heute: Höre auf deine Intuition, auf dein inneres Bauchgefühl, auf deinen inneren Wegweiser, ja, auf deine Intuition. Und es ist wichtig heute, dass du eine Absicht heraussendest. Also ich sende meine klare, zweifelsfreie Absicht hinaus ins Universum. So, und hier kamen noch zwei Karten. Einmal ein Geschenk der Leidenschaft, Gelegenheit und Inspiration, die Chance, etwas Fantastisches zu tun. Ein Gefühl des Staunens. Also, du machst irgendetwas, inspiriert dich, du machst etwas mit Leidenschaft und ja, du hast die Chance, du hast die Möglichkeit, etwas zu tun, was dich erfüllt und es gibt dir auch ein gutes Gefühl heute, ja? Und auch 7, Raphael, es ist wichtig, dass du eine Entscheidung triffst. Mach dir klar, was du willst und werde entsprechend aktiv. Die Bedürfnis nach Ergiftung, nach Entgiftung. Und wie du auch hier siehst, diese verschiedenen unterschiedlichen Farben, ja, also das deute ich jetzt sozusagen hier auf den Chakren. Vielleicht magst du auch in meinem Shop reinschauen. Dort habe ich auch noch in dieser Woche den Chakrenausgleich und Chakrenreinigung in Angebot. Natürlich kannst du das auch auf deine Art und Weise machen. Ich arbeite mit Reiki Groß und Reiki Licht gerade und mache das also ganz intensiv, stimme ich mich auf dich ein, auch aus der Ferne. Und das ist auch wirklich sehr intensiv spürbar. Du kommst wieder in deine Mitte, wieder in deine Kraft. Also wenn ich deine Chakren auch also auflade und ausgleiche, kann ich dir wirklich nur empfehlen. So, und es ist wichtig heute, dass du in der Energie der Freude, Engel der Freude, dich hineinschwingst. Durch deine Freude wird alles beschwingter und glücklicher. Betrachte alles durch die Augen der Freude und vereine dich mit den himmlischen Kräften der Engel. Also, wenn du in dieses Gefühl der Freude dich hinein schwingst, natürlich entwickelt sich auch dann alles viel einfacher und viel besser. Also hier, wenn du diese weiße oder diese Perlmutt-Herz gewählt hast, dann ist deine Botschaft heute, ja, du musst noch warten. Also für dich kommt die Karte warten. Also das ist nicht ein klares Nein, sondern es ist noch nicht die Zeit reif dafür. So, was sagen die Drachen für dich? Ja, da kommt die Herzkraft. Ich vertraue der weisen Kraft meines Herzens, die mich liebevoll führt. Also, dass du trotzdem dein Herz vertraust, weil dein Herz führt dich. Auch wenn du warten musst, vertraue darauf, dass es sich alles zum Guten für dich wendet und warte geduldig.
Und auch hier kommt 4 Michael, Erkenntnisse durch ruhiges Meditieren, das Bedürfnis nach mehr Schlaf oder Freizeit, befreie dich von zu viel Stress. Also es geht dir wirklich darum, dass du auch heute dir Zeit gönnst zu meditieren. Ja, hier sehe ich auch das Wasser, dass du auch eventuell auch deine Gefühle im ja, wieder in Einklang mit dir selber bringst, ja, dass du auch vielleicht dich ausschläfst oder dir irgendwie etwas Gutes gönnst, wo du dich erholen kannst. 8. Gabriel, eine Menge Aktivitäten, plötzliche, unerwartete Resultate, wichtige Kommunikation. Kann auch sein, dass der Tag halt einfach turbulent verläuft und du hast hier ganz viele Aktivitäten, ganz wichtige Kommunikationen, gönne dir dann am Abend sozusagen wirklich eine Meditation sozusagen oder schlafe, geh früher schlafen oder gehe zum Freizeit, also dass du dich halt befreist vom Stress und dir einen Ausgleich dadurch schaffst. Es ist auch wichtig, dass du irgendjemand hier vergibst. Engel der Vergebung begleitet dich heute auch vielleicht für dich selber. Engel der Vergebung. Vergebung ist der Weg zum inneren Frieden. Schließe Frieden mit deiner Vergangenheit. Heile die alten Verletzungen und spüre, wie viel Last von deinen Schultern genommen wird. Die Engel ist bei dir. Dein Engel ist bei dir. Also wenn du die Vergangenheit loslässt, dann ist sie auch nicht mehr präsent. Ich hoffe, dir hat meine Legung gefallen. Die Karten hier, die Engelkarten, habe ich aus meinem eigenen Kartendeck Reka auf Wolke 7, also sehr schöne Karten, sehr gut gelungen, von der Werbeagentur auch, die mir das gemacht haben. Also wenn du diese Kartenset gerne kaufen möchtest, schau auch einfach in meinem Shop. Ich lade diese Karten auch energetisch für dich auf in so einen wunderschönen Geschenkbox. Ja, komm zu dir nach Hause. Hast du auch jeden Tag eine wundervolle Meditation oder wundervolle Begleitung in den Tag hinein. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Sollte dir mein Video gefallen haben, freue ich mich über ein Like. Natürlich auch darüber, wenn du mein Video teilst auf Facebook, damit das auch mehrere Menschen diese tägliche Begleitung für sich wahrnehmen können. Und natürlich freue ich mich umso mehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klicke unter dem Video auf das Abonnieren, klicke nochmal auf diese Glocke und dann wirst du auch direkt benachrichtigt, wenn es etwas Neues und Spontanes von Kanal Reka gibt. Dann verpasst du kein einziges Video mehr. Ich sage bis bald, Namaste, deine Valeria.